Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Winfinity zusammen mit dem Pascal. Nö. Nee, bin gar nicht dabei. Ach ja, stimmt. In Wahrheit ist es der. In Wahrheit ist der CFXen. Xen? Boah, guck das hier, Alter. Ich merke, dass der Server arbeitet. Wenn ich hier expande, das ruckelt hart. Ich habe hier so ein Dorf gefunden. Das ist genau in der Mitte vom dem. Ja. Die Kiste, genau in der Mitte. Jo. Okay. Wenigstens zwei Brot, Leute. Wenigstens etwas. Hier sind noch ein paar Berries. Die nehme ich auch noch mal mit. Könnte auch eigentlich. Okay, wir haben aber auch nur eine ab. Ich nehme mal ein paar Berries mit, so. Bin schon ein ganz schönes Stück gelaufen jetzt. Echt heftig. Mal nehmen wir die Nase putzen ein bisschen. Hier sind noch Berries. Die nehme ich auch noch wieder gerne mit. Oh, ich habe wieder einen gefunden. Boah, der ist ja übel riesig. Also der fängt hier an. Zeigt in diese Richtung. Hier fängt er an zu rotieren. Hier hört er auf. Ich werde also ungefähr hier graben. Okay, ich bin halt einfach in eine Höhle gefallen. Copperbushes, die brauche ich. Das ist genau in der Mitte von dem. Ja, zumindest meine beiden waren in der Mitte. Kiste. Okay, dann. Schauen wir mal. Hab ich runtergegraben? Da. Aber man erkennt doch wirklich, dass es eine Kiste ist. Ja, sicher. Sieht total different aus, der Block. Okay. Boah, direkt zwei Uran, ey. Wie geil ist das denn? Ja, habe ich. Inscriber Silicon Press. Okay. Brauchen wir, ne? Ja, aber ich grab trotzdem meine nochmal aus. Nice. Und du bekommst nichts davon. Weil du kommst ja nicht weiter ohne die, die ich hab. Warte. Ja, du brauchst ja mehrere. Dann helfen wir uns gegenseitig. Nö, jetzt nicht mehr. Okay. Ich glaube, ich bin dran vorbei. So, jetzt habe ich auch 41 Dings. 41 Skystone, das müsste reichen. Ja, ich bin definitiv dran vorbei. So, jetzt nach Hause laufen. Pau, 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 pau. Discord, ja. Ich würde halt gerne eine eigene haben, weil da müssen wir uns nicht immer teilen. Was eine eigene? Ja, eine eigene Silicon-Inscriber-Geschichte. Ja, ich würde auch das weil andere du brauchst, gerne weil, haben. Ja, weil du brauchst halt eh mehrmals. Wie mehrmals? Ja, du machst ja nicht das nur einmal. Du brauchst ja für die ganzen Pattern und alles, brauchst ja glaube ich das auch. Ja, also ist das einmal weg, wenn man das verarbeitet? Nein, das nicht. Aber du brauchst, musst es mehrmals benutzen. Ja, und? Ja. Du brauchst ja immer mal wieder, wenn du expanden willst. Hey, das Teil ist immer hart nervig, finde ich. Du kannst es erstmal behalten. Dann, wenn ich das machen möchte, dann hole ich mir das auch einfach. Hast du es eh schon fertig?
Leute, wieso habe ich eine Neusia? In der Pflanze oder wie? Yo. Was? Er zeigt mir übelst die drei Stück nebeneinander oder was? Ja, wenn er bis hierhin geht, ist das kein Wunder, dass ich dran vorbeigegraben habe. Der ist viel größer als ich dachte. Ja, meiner war auch ziemlich groß. Ich grab nochmal hier runter. Der andere war ja letztlich gar nicht so tief. Es könnte ja sein, dass der hier ist. Oder angeschrieben. Wir haben als Eli Schrott. Ja. Was für eine Mütze. Ich hab eine Cap gefunden. Jetzt ist das Ding Schrott. Ich grabe mal mit der Pick runter. Nein. Ach so, das. Ich glaube aber nicht, dass ich das noch finde. Wenn nicht, werde ich hier vielleicht irgendwann mal eine Turtle und eine Quarry aufstellen. Ja, ich werde hier auf jeden Fall meine Turtle und eine Quarry aufstellen. Bin jetzt auf der Höhe 5. Nichts gefunden. Okay. Porten uns zurück nach Hause. Nee. Bin eh schon zu Hause. Boah, genau gerade, wo die Sonne untergeht. Sehr gut. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt ist die Folge rum, aber ist ja noch gar nicht. Timing wäre zu perfekt. So, die Dinge haben wir nicht gefunden. Müssen wir halt irgendwann mal bei Zeiten dann mal machen. Hier tue ich mal den Basch noch rein. Ich habe hier noch neues Zeug dafür. Zertusquarz. Ich habe so viel Zeug, und? Ey. Scheiße. Bade, okay. Ey, weg damit. Braucht keiner. Braucht die nur gerade eben mal. Das kommt da einfach mal rein. Ist da noch Platz? Nö. Soll ich mal die Sachen bauen, die wir dann für das ME-System brauchen? Wenn ich. Kann dir auch Ressourcen geben. Weil jeder will sein eigenes ME-System, ne? Ja, klar. Wäre auch ein bisschen doof, wenn nicht. So, was willst du mir anbieten? Nein, ich will kein Boreal Forest. Shit, Nigga. Jo, doch, der einfach die N-Bombe. Habe ich nicht gesagt. Doch. Nee. Laut genug. Nein, das war ich nicht. Und wie du das warst. Nee. Nigga. Scheiße. War das aus der See? Ja. Oh, scheiße. Nigga. Ich schneide das eh raus. Neger, 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 ja, genau. Neger, 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 wollte gerade schon sagen, sonst muss ich erstmal mit dem Longboard gleich zu dir fahren, obwohl da bin ich viel zu faul für. Ja, ja, voll im Trend. Mein Longboard brennt. Hä? Hey, wie voll geil. Trend. Mein Longboard brennt, Nigga. Schon wieder. Nein, Spinne! Ich weiß, das ist schon mal genau, schon wieder gesagt. Ja, vor allem, ich habe hier mal so einen Raum ausgebaut, Leute. Mit dem Hammer ging das relativ schnell. 20 Minuten. Jo, Leute. Plus das Auskleiden. Jo, Leute. Was? Nee. Malz. Nee, Malz. Neymar. Niemals.
Aber jetzt brauche ich hier dieses. Ich bräuchte Energie für. First let me hop out the mud of motion. Ich Controller immer irgendwie mit einem L schreibe. Obwohl ich weiß. Das ist eine Spinne mit einem Schwein auf dem Kopf, will ich haben. Pure Fluix Crystal. Muss ich dann einen anderen bauen? Ich glaub, ein Fluix Seed. Was ist denn ein Fluix Seed? Damit. Flux Seed, oder nicht? Nee, Fluix. Okay. Hacker? Flux Seed. Was bist du? Mace Rider. Ich brauche erstmal die ganzen Industrial Craft Maschinen. 42. Ich auch, lol. Ja, dann muss ich erstmal ein paar Industrial Craft Maschinen bauen. Dann brauche ich aber mehr Sand. Also mehr Glas im Endeffekt. Ja, das muss jetzt reichen, wenn ich das da reinlege. So. Davon noch was. Ein paar Diamanten. Dann mache ich direkt schon mal so die richtig geilen Cables. Was ist ein Tiger Woods? Tiger Woods? Was macht Tiger Woods? Keine Ahnung. Sieht irgendwie geil aus oder so. Weiß ich nicht. Boah, jetzt bin ich den Server wieder zum Laggen. Mit meiner geilen Smeltery. Der Pascal hat gesagt, die Smeltery wäre ja relativ klein. Aber jetzt reicht auch eigentlich. Später mache ich zum Automatisieren eh Mace Raider. Das ist also nicht so ausschlaggebend. Tiger Wood! Ja. Da könnte ich eigentlich schon anfangen, Mace Raider zu bauen. Wolltest du eigentlich nicht? Ein Rotary Maze Raider gibt's hier nicht. Wollte aber gar nicht anfangen. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, hab ich auch. Weil ich habe noch ein Dorf gefunden. Oder ist das das, was du gefunden hast? Ist nur sicher auf der nicht, Karte? Weil du bist ja nach Norden gelaufen, oder? Ich bin in zwei Richtungen. Ich bin einmal nach Norden und einmal so nach Südosten grob. Ach, Mann. Ist das so, wo so größere Bäume auch sind? Meinst du, die so Dingsbäume sind das so. Spruce Wood? Ja, ja. Dann ist das wahrscheinlich, was ich auch gefunden hatte. Hey, wie geil ist das mit den Fans, so. Ey, ich bin da voll stolz drauf. Lol. Bin da voll stolz drauf mit diesen Fans. Weil die immer so applaudieren. Witzig, war. Hat der Pascal sich ausgedacht. So, okay. Silber habe ich. 9 Stück. Sehr geil. Das ging jetzt so. Nein, so ging es schon mal nicht. Glass. Fiber. Lols. Man braucht keine Diamanten mehr für Glasfiberkabel. Man braucht jetzt Silber da. Und man braucht doch noch Diamanten. Okay. Oder geht das vielleicht so? Ich will jetzt nicht noch das daraus machen. Hey, soll ich denn jetzt das daraus machen, wenn ich noch nicht mal einen Mace Raider habe? Da muss ich ja doch erst die doofen Kupferkabel verwenden. Wie baut man überhaupt hier den Mace Raider? Es gibt ja verschiedene Rezepte. Okay, das ist das Einfache. Es gibt ja verschiedene Versionen, meine lieben Freunde. Die Folge ist an dieser Stelle auch schon fast wieder rum. Ich werde jetzt noch die Kabel hier verlegen. Wow! Scheiße! Wie ist der Creeper denn hier gespawnt? Fuck, Alter. Ich höre nur so auf einmal so Creeper.
Ja, denkt sich so, yeah, what the fuck, boom. Noch da Piscale. Ich habe einfach aus Versehen meine Axt gedroppt. Jetzt ist die weg, sehr gut. Ich glaube, Piscale hat leichte Complications oder so. So, dann wird hier so die Stromgeschichte verlegt. Ich würde eigentlich am liebsten mit einem Solarpanel schon direkt anfangen. Das ist auch nicht so teuer. Es hält sich in Grenzen. Jan? Ja. Und du hast den Meteorit neben dem Dorf gefunden? Ja. Also unter der Erde. Ach, unter der Erde. Es wäre nett, wenn du den da lassen würdest. Was? Es wäre nett, wenn du den da lassen würdest. Dann könnte ich den eines Tages abholen. Ach ja, mach ich. Hast du die Kiste da schon gelootet oder wie? Nee, da ist noch nicht. Das ist es ja. Wie? Nee, ich hab den noch nicht gefunden. Ah. Es wäre es nett, wenn du den da lassen könntest. Ja, mach ich. Das ist sehr nett. Ja, ja, mach ich schon. Würde gerne. Leute, Moment mal. Was ist das denn? Da sind einfach so. WTF, da sind einfach so Bäume in der Luft. Wie Bäume in der Luft? Was? Was ist das denn? Ist hier was? Nee, nee. Alter, los. So ein Riesenbaum. Oh, scheiße. Das ist Rubberwood, aber so ein riesiger Rubberwood-Baum. Ja, mit so ganz vielen Ausläufern. Ja, ja, so, so riesig, ganz. Oh. Ja, ich weiß, was du meinst. Größer als. Der ist bestimmt zehnmal so groß wie ein normaler Baum. Der ist bestimmt zehnmal so riesig wie Jesus, Alter. Nee. Denn der ist der größte. Ach, hast du natürlich auch wieder recht. So, Flints. Da ich gleich bei Macefield, das möchte ich diese Folge noch eben machen. Hast du schon Energie oder wie? Ja, bin dabei. So, Macefield am Start. Zack. Es fehlt nur noch ein Solarpanel, das machen wir in der nächsten Folge. Aber bis dahin, viel Spaß, Leute. Tschüss. Tschüss.